Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Valguero Arc Diego. Ja, Arc, es ist sehr arg hier. Ich habe lange kein Video gemacht. Ich habe auch teilweise auch einfach vergessen aufzunehmen und teilweise war auch wirklich nichts Spannendes. Ihr kennt wahrscheinlich noch meine alte Base, die stand hier vorne auf diesem Hügel bis ans Wasser. Ist es leider... Ja, doch. Das hier, das ist noch geblieben von der alten Base. Das ist noch original alte Base. Hier stand der Baum. Hier, wo der kleine Baum steht, stand der große Baum mit den Gachas. Der steht jetzt da vorne. Ihr habt da gesehen, ich war da unschlüssig mit dem Umbau und ich wusste nicht. Das Problem war halt dieser Hügel mitten in meiner Base. Und ich glaube, ich habe das jetzt mit dem Hügel besser gelöst. Auch noch nicht richtig, aber besser. Oh, es wird schon wieder dunkel hier. Auch noch nicht richtig, aber schon mal besser gelöst. Das ist unser Gacha Tower, unser Tower of Power. Muss aber auch noch umgebaut werden. Ich habe mir noch eine neue Base gegönnt. Und bin da aber noch nicht fertig. Machen hier, das ist so unser Brutschrank, der muss auch noch woanders hin, der steht hier im Weg. Ne? Ich hatte das mit dem Brüten anfangs mal drin versucht, da hatte ich aber noch nicht das Tech-Tor drin. Da hatte ich noch ein normales Tor und ja, ich war es irgendwann leid und dann habe ich da diese Taming-Bude hingebaut, weil ich musste neue Tech-Racks züchten. Ihr seht, also hier ist eine komplett andere Züchtung. Das ist also DB, die DB-Serie, das ist, ich weiß gar nicht, ich glaube Dora und Blechtrommel sind das, die beiden. Ziemlich, das ist eine Serie, die werde ich also weiter züchten. Wir haben auch ein paar lustige Sachen, so ein paar lustige Sachen rausgekommen. Ja, und hier da hinten steht noch der Rest von der alten Serie, die kennt ihr noch. Die alte Serie hat leider versagt. Wir gucken gleich mal kurz in das Video reingucken, das lohnt sich nicht, das extra einzeln hochzuladen. Da sind noch, also die besten, also die alte Zucht quasi, Rudi nicht. Rudi, das war mal ein Versuch, nur frisches Blut da reinzubringen. Daraus ist zum Beispiel Herr Dreier entstanden und die 1 von 2 ist daraus entstanden, was aber auch weitere Zuchttiere waren. Was ich halt schön finde bei denen ist halt, der hat grünes Licht. Deswegen wollte ich die eigentlich weiter züchten, aber naja, die Zuchtlinie ist leider ausgestorben. Kommt von Rudi, genau. Rudi ist aber leider zu schwach, das ist das Problem. Und Rudi hat so einen türkisen Kopf. Den türkisen Kopf fand ich jetzt auch nicht so sexy. Ne? Ja, wie gesagt, das ist halt die alte Zuchtlinie mit dem gelben Licht, das gelb-blaue. 8000 Mark ist noch da, Jupp ist da, Mutti ist noch da. Das sind so die habe ich halt leben lassen. Ne? Die anderen wurden leider... Sind gestorben und alles, was da noch übrig von war, habe ich dann hingerichtet. Weil die Brutmutter Lisk auf dem anderen Server hat uns leider komplett in den Wicken gemacht. Ja, wie gesagt, bei der neuen Zucht sind auch ein paar witzige Sachen dabei. Das ist aber, wie gesagt, ach hier, Dora und Blechtrommel, das werden wahrscheinlich, das wird eine neue Zuchtlinie werden. Die Rex mit dem grünen Kopf bin ich noch dran, da ist noch nicht wirklich was Gutes bei rausgekommen, bin ich noch am Züchten, fand ich aber witzig, zumal ich das Urviech, ich glaube LOL ist das Urviech sogar, den habe ich gefunden, in freier Wildbahn, den habe ich mir selbst geholt, bin ich ganz stolz drauf. Muss mal gucken, also ich finde die XMG grün, finde ich die richtig nice, die Viecher, muss mal gucken, aber ich habe noch eine andere Zucht Linie, und zwar die blau-schwarze mit dem roten Licht. Die finde ich auch richtig nice. Da sind jetzt leider, sind mir da ein paar Fehlzüchtungen passiert. Und zwar war einer von denen hier stand noch auf Empfängnis bereit und irgend so ein geiler Bock hier drüben hat die Mutti immer schön, naja, lassen wir das. Ich glaube, ich habe noch, im Nest müsste noch eine ganze Serie Ausschuss liegen. Ne? Nee, der war das gar nicht. Nicht LOL. X-Gini hier. Das war das Viech, was ich gefangen habe. Das ist das Urviech von der grünen Serie. Ja, wie gesagt, wir müssen gucken. Im Moment ist Züchten erstmal nicht so wichtig. Hier unten in dem Nest, da liegen noch einen ganzen Teil Eier. Na, ganz so viele sind es auch nicht. Naja, das sind wahrscheinlich alles... Die haben wild rumgemacht hier, die. Das ist alles Ausschuss hier. Oh mein Gott, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Ich muss sie alle töten wieder. Ja, hier sind wir im Kellergeschoss auch gleich.
Ich habe eine Untergrund, eine Fußbodenbeleuchtung hier eingebaut mit Scheinhörnern und Glasplatten. Hier unten steht auch noch meine Dingsproduktion und der Table steht hier noch aus Platzgründen. Den hatte ich damals mal in den Keller gebracht, den können wir jetzt auch mal wieder hochholen. Das ist noch die alte Produktion, Scheinhorn unter Tischbeleuchtung mit Zementproduktion. Muss aber alles abgerissen werden, weil diese Bausteine hier gibt es nicht mehr. Bin ich ganz traurig. Also jetzt gibt es sie noch, aber sie werden abgeschafft. Erst wurde diese Mittelalter-Mod wurde vom Server verbannt und das nächste, was kommt, ist diese Mod. Das heißt, hier meine schönen Fußböden müssen alle weg und meine schönen roten Deckenplatten müssen auch alle weg. Ich bin hier schon angefangen neu zu bauen. Ist ein Mix aus Glas und Tech-Material, genauso wie der Fußboden. Ist auch ein Mix aus Glas und Tech. Fand ich ganz gut, kann man auch ein bisschen einfärben, habe ich ein bisschen mit rumgespielt, so ein paar Sachen. Das Tor kann man auch einfärben. Ich muss das Tor aber nochmal abbauen, weil ihr seht, ich habe es zu weit nach innen gesetzt, es muss weiter nach außen. Ne? Ja, so geht das halt. Ne? Also viel Bauerei hier. Ist alles noch nicht fertig. Wie gesagt, ich muss das jetzt hier, alles was hier steht, abbauen und auf die andere Seite stellen. Und den ganzen Fußboden neu machen hier. Ne? Ja, aber wir können mittlerweile auch so, weil Dr. McBee immer schön Blut abzapft und Blutegel verhaut, können wir jetzt diese schönen Kisten bauen hier. Und da mache ich gerade auch so ein paar lustige Versuche mit. Wird auch noch ganz toll, wenn das fertig ist. Ja, jetzt bin ich noch am Belegen. Ich habe hier unten meine Element-Gatschas, habe ich hier unten hingestellt, weil ich die von Hand fütter. Aber mir ist dieser Weg, das ist mir schon zu viel Latscherei. Da habe ich schon keinen Bock drauf. Deswegen werden die Element-Gatschas hier unten rauskommen. Zumal das mit dem Gewächshaus auch nicht funktioniert hat. Also, ich weiß nicht, woran es liegt. Also, diese Glasplattformen unterstützen scheinbar die Gewächshäuser nicht. Also, haben diese Gewächshausfunktion nicht. Und deswegen sind hier nicht auf 100% und nicht auf 300%, wollte ich sagen. Der hat nur 180%, der hat 300, aber auch nicht alle. Da sind welche bei, die haben halt nicht die volle Leistung. Und es funktioniert, ich habe genug davon. Also ihr seht, ich habe die ganz übel gestackt. So bekommt man natürlich auf wenig Platz viel raus. Ich will das alles nochmal anders haben. Auch das hier mit der schönen Aussicht und so. Hatte ich mir anders vorgestellt. Ich meine, es ist zwar ganz witzig, wenn man sich hier auf den Hocker setzt und so ein bisschen hier rausguckt und so. Aber mir gefällt das Gebäude nicht. Ich muss das nochmal umbauen. Ich werde das nochmal ändern. Das wird anders werden. Und die Gachas, bin ich mal überlegen, ob die hier rausfliegen, ob ich die Gachas nicht drüben hinstelle. Hier oben habe ich schon mal einen so ein Deckenelement reingetan, da werde ich noch mehr reinmachen, und zwar jeden zweiten. Und dann werde ich hier oben die ganzen Flugviecher parken, dann sind die auch schon mal gut unter. Ne? Also hier, so wie die Eule jetzt hier zum Beispiel, ne? Muss ich noch ein paar von den, was ist, bin ich zu schwer? Nee. Muss ich noch ein paar von diesen Aufzüge, Elementaufzüge, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, diese Dinger. Ne? Da, so soll es werden. Ne? Und dann mit diesen Aufzugplattformen hier, solche hier. Ne? Die mache ich dann dahin, dass ich da oben hoch kann. Und so weiter und so fort. Das war auch hier, haben wir Eisbären bekommen, haben die auch vermehrt und die Kinder sind wildlebend. Haben wir erstmal wieder aufgehört mit Vermehrung. Wir müssen mal gucken. Die sind allgemein auch sehr buggy, die Eisbären. Müssen wir gucken. Dann hatte ich versucht, hier vorne ein Gewächshaus hinzusetzen. Auch alles nicht so mega Porno. Ja, wie gesagt, das wird nochmal anders. Ich bin überlegen, ob die oberste Reihe Gachas nicht wegkommt, weil ich brauche eigentlich gar nicht so viele Gachas. Die oberste Reihe Gachas weg und da dann das Gewächshaus draufsetzen, hatte ich mir überlegt. Ne? Hier so an der Seite dran gebaut, finde ich auch nicht so schön. Ja, muss ich mal gucken. Das ist, wie gesagt, ach, das ist auch noch von der alten Base. Das hier, diese Mauer, ist auch noch von der alten Base. Und die beiden Türen da hinten. Ja, der Rest nicht mehr, ne? Dann bin ich hier hinten angefangen, weil ich finde diese Cliff-Plattform so witzig. Habe ich hier hinten schon mal so probiert, wo man so eine Plattform hinsetzen kann. Da gibt es durchaus Möglichkeiten. Was ich besonders schön finde, ist hier vorne diese Möglichkeit. Ich würde gerne den Tower vom lieben Krombeer würde ich gerne abreißen, falls ihr nichts dagegen habt.
Weil Kronbär hat sich eh schon Wochen nicht mehr eingeloggt. Achso, hier habe ich auch so eine Plattform hingestellt. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ne, nee, ich würde gerne diesen Tower abreißen. Sein Zeug natürlich in eine Kiste packen, das wird nicht weggeschmissen. Ne? Und dann hier vorne einen richtigen Tower bauen. Auf dieser kleinen Insel oder auf diesem Vorsprung halt hier einen richtig fetten Glastower draufsetzen. Das ist hier, meine Bude ist jetzt... oh, das ist das eine Tor, was zu ist, okay. Also das ist jetzt ein... Also vom Boden bis zur Decke, das ist ein XL-Glaselement. Ja. Das ist schon ganz ordentlich. Wenn ich davon drei übereinander sitze, haben wir auf jeden Fall einen schönen Turm. Ne, so in der Art. Nur, dass ihr wisst, was ich vorhab. Ich habe das ja gemacht, diese ganze Base, um weniger Strukturen zu haben. Ne. Also mir ging es hauptsächlich darum, Strukturen zu sparen. Und das hier sind halt auch eine Menge Strukturen. Ne. Die wir nicht benutzen. Außer, dass ich habe hier die ganzen Jungs geparkt. Ne? Ich habe die alle, weil ich ja meine Bude abgerissen habe. Ich musste die irgendwo hinlegen. Ne? Ich musste hier den, ich weiß gar nicht mehr, wen, Andy oder Percy musste ich schon füttern. Der war am Verhungern schon. Dem musste ich schon ein bisschen was geben. Moment, sieht es noch gut aus. Der braucht gar nichts zu trinken, braucht nichts zu essen. Sehr schön. So ab und zu muss ich mal nachgucken, dass die mir nicht verhungern hier im Schlaf. Ne? Ja, wie gesagt, die liegen hier, dann passiert auch nichts, die liegen geschützt, die kommen dann in den anderen Tower. Ne? Ich nehme dann jedes ganze Zeug, packe ich in eine Kiste, stelle da eine Kiste hin, eine vernünftige Eisenkiste. Ne? Und dann sind die Sachen da gut aufgehoben und wir haben einen schönen Tower, der da hinten steht. Habe ich keine Eier hier rumliegen heute? Na, diese komischen braunen Eier habe ich schon mal probiert, die schmecken scheiße. Nee, haben wir keine, liegt keiner ein Ei hier oder was? Was ist denn los? Ich ernähre mich seit Tagen nur noch von Eiern hier. Ich habe so viele Eier. Wir haben auch Schnitzel, so ist es nicht. Müssen wir einmal kurz hier ein Schnitzeldings packen in den Schnitzelkühlschrank. Und einmal kurz ein bisschen was essen. Ja, nur damit ihr wisst, was los ist. Ich muss, wie gesagt, noch weiter umbauen, ist noch nichts fertig. Ansonsten sind wir schon recht weit fortgeschritten, so im Spiel. Es dauert ja auch nicht mehr lange. Dann kommt The Genesis raus. Ich glaube, Mad Max und McBee haben sich mittlerweile Genesis gekauft. Und jetzt kommt meine Frau noch kurz rein. Dauert ein paar Minütchen noch. Ich bin gleich fertig. Und dann werden wir wahrscheinlich Genesis spielen. Also ich habe schon gesehen, der Server, wo wir früher... was hatten wir? Scorched Earth hatten wir da drauf. Das ist ja ein Cluster-Server. Ne? Das ist das Schöne, man kann ja von Server zu Server reisen. Und die ganzen Sachen alle hin und her schleppen und so. Das ist mega geil hier. Also sonst wäre ich auch nie so weit gekommen, wie ich bin. Ich kann es mal kurz zeigen. Wir haben ja hier unser großes Phallus-Symbol stehen. Gummiband-Effekt. Ich liebe ihn. Wir können... das sind alles Server in unserem Verband. Und der Scorched Earth, der kommt weg. Und da, der steht jetzt schon als Genesis drin, aber Genesis ist halt noch nicht draußen. Ne? Und das wird halt der Genesis-Server. Was ich super, super nice fand, zum Beispiel von einem Admin, wir hatten den Alpha-Boss noch nicht gemacht da. Da hat er extra für uns die Map wieder aktiviert und dass wir mal, sind wir eben drüber, haben eben den Alpha-Boss geklatscht und sind wieder zurück. Also ich fand's mega geil. Das ist auch toll hier, muss man ganz ehrlich sagen. Also für solche Scherze ist der Admin dann immer zu haben. Ne? Und wie gesagt, das sind also diese ganzen Maps, die spielen alle in einem Cluster. Man kann die Sachen mit hin und her nehmen. Das ist so genial. Ne? Wie gesagt, wir sind jetzt auf der Insel. Da haben wir die Spinne gemacht, die Brutmutter, Lisk. Das hat nochmal richtig Engramme freigeschaltet. Und wir machen jetzt noch den Affen, den Alpha-Affen machen wir noch. Und dann habe ich eigentlich soweit alles durch. Ne? Ich kann euch das mal kurz zeigen. Dann, also da fehlt nicht mehr viel. Ich glaube, das Schwert noch, das wüsste ich jetzt nicht. Ach, die Cliff-Plattform, die fehlt mir noch. Nee, oder? Nee, die weiß ich nicht. Die ist 0 Punkte. Nee, das kann ich so auch. Okay. Ach, das Auto fehlt noch. Das Auto habe ich noch nicht. Das Tech-Licht und das Tech-Schwert. Das Licht schaltet der Affe frei, wenn wir den noch machen auf der Insel. Also die Dinos stehen da alle. Ne? Wir warten nur noch drauf, dass die Knallerei da losgeht.
Ist jederzeit, können wir das machen. Ach, die Granate habe ich auch noch nicht. So, und aber dann sind wir im Prinzip durch. Ja, dann ist alles, dann können wir alles machen, was wir machen wollen. Wir machen dann natürlich auf Ragnarok noch die Alphas, einfach nur, weil wir es können. Muss aber nicht sein. Wie gesagt, wir haben dann so ziemlich alles freigeschaltet. Was noch fehlt, ist Tentakeljub. Tentakeljub brauchen wir, ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt. Der ist auf Aberration. Und der schaltet das Level 135 frei. Und dann kann man diese Sachen, wo ich nicht genau weiß, was es ist, auch bauen. Auf Tentakeljub habe ich aber jetzt nicht so Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine ziemlich anstrengende Geschichte. Erstmal, weil ich eh nicht so in dieser Unterwelt bin und der will auch jede Menge Alpha-Scheiß haben. Ganz blöde Sachen muss man da sammeln. Man kann man alles machen, aber später, ne? Später. Wie gesagt, ist jetzt nicht ganz so kriegsentscheidend. So, ich sehe gerade, die Minuten sind eigentlich schon rum. Wir wollen aber trotzdem, weil ich das Video sonst wegschmeißen muss, ne? Wir wollen einmal kurz in den katastrophalen Kampf auf der Insel noch mal kurz reingucken und vielleicht noch mal eine Minute was dazu sagen. Ne? Ihr seht, dass ich hier mehr Leidenschaft habe wie mit LS spielen. Es tut mir leid, ich kann es nicht ändern, ich bin ja nur ein Mensch. Ne? So, wir gucken einmal kurz hier rein. Saga. Dr. Mad Max ist heute mal wieder bei uns. Hello, yes. Wir haben noch die Wüstenklamotten an. Wir haben gerade schon einen anderen Bosskampf gemacht. Und heute wollen wir auf der Insel die Brutmutter Lisk kaputt machen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Wir haben alles vorbereitet. Wir haben uns hier nur eben schnell so ein Ding hingestellt. Ein paar Wände hin, also nur ganz ratzfatz. Ne? Mad Max, bist du soweit? Also eben, das habe ich leider nicht aufgenommen. War auch eine totale Katastrophe. Ich suche mal irgendeinen von den Alphas aus. Ich weiß nicht, warum das zwei verschiedene sind. Komm, ich nehme den ersten, oder? Ja, mach einfach irgendeinen. So, alles klar. Es geht los. Oh Gott. Ja, du brauchst, man fliegt eh runter von seinem Dino. Ich setze mich mal. Yes. Zu Recht auch. Zu Recht. Eben, das hat sehr gut geklappt und ich war noch nie so schlecht. Aber Gott sei Dank hatte ich, McBee war auch noch dabei. Eine Sekunde. Ja, das muss man jetzt mal kurz. Also. Ja, bitte? Ja, gleich. Ja, schon. Ja, war klar, dass es jetzt Essen gibt. Ist mir aber egal. Ich habe jetzt nicht den ganzen Sonntag. So, mach ich. Ich sehe sie nicht mehr. Da ist sie. Pfeifst du? Ich kann gerade nicht pfeifen. Okay. Oh, ich glaube. Also die knuddeln sich gerade noch ein bisschen hier. Ich komme nicht. Ich würde gerne. Ja, ich bin außen rum gegangen. Ja, ich würde gerne außen rum gehen. Also ich habe sie einmal angepfiffen. Ich kann mich aber immer noch nicht bewegen. Dafür kriege ich Schaden. Und da ist der erste Inno eigentlich. Ja, weil die kleine Spinnen schmeißt und so. Aha, ich bin abgestiegen. Nein, ich bin nicht abgestiegen, nicht mein Dino ist gestorben. Ich weiß nicht, warum ich mal absteige. Also ein Tag kriegst du schon tot. Ich bin tot. Oh, meiner ist auch tot. Ich auch. Warum? Tja. Weil unsere Tech-Rexe. Hast du die Sättel drauf getan? Ja! Okay. Hä? Was war das denn für ein Scheiß? Jetzt müsst ihr das nochmal machen. Hä? Habe ich jetzt nicht verstanden. Sind jetzt alle Rexe auch weg? Ja, ne? Ja, normal schon. Das ist ja doof. Aber vielleicht. Ja, also wie gesagt, ich habe es gerade auch noch nicht verstanden. Es sieht so aus, als wenn die richtig übel Schaden genommen hätten. Ich weiß aber nicht, warum. Ja. Es ist im Prinzip die Mannschaft gewesen, die kurz vorher noch den Alpha-Manticore weggeschrubbt hat, als wenn es ein Gucken gewesen wäre. Und jetzt bei der Spinne, ich weiß nicht, was da los war. Wir vermuten so im Nachgang, dass wir falsch gepfiffen haben. Also wir haben öfter darüber gesprochen auch, weil es halt so komisch war. Also die Mannschaft, die hat so viele Alpha-Bosse gemacht jetzt. Und auf einmal ist die Mannschaft weg. Ja. Wie gesagt, also wir vermuten, dass man das mit dem Pfeifen falsch war. Wir haben das danach anders gemacht und das hat sehr gut geklappt. Kann ich schon mal vorweg spoilern.
Und da war McBee auch dabei. Vielleicht liegt es auch daran. So, jetzt habe ich endgültig genug gelabert. Ich wollte wenigstens mal wieder ein Video machen, dass Mittwoch mal wieder ein Video hochgeladen wird. Müssen wir mal gucken, wie das in Zukunft weitergeht. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Ich bin noch nicht ganz so weit. So, Diego ist draußen. Habt euch lieb.